Cook, Serve, Delicious. Folge 51. Willkommen zurück. Ja, meine Freunde, ganz ähnlich wie an Weihnachten oder Heiligabend. Ich bin allein zu Hause und ehrlich gesagt feiere ich heute auch nicht wirklich großartig Silvester, eigentlich überhaupt nicht. Und wieder mal denke ich mir, da kann ich auch was Sinnvolles tun und weiter an dem arbeiten, was mir noch geblieben ist. Und deswegen gibt es heute wieder eine Folge Cook, Serve, Delicious, quasi eine Silvester-Folge. Ja, quasi Silvester mit Willu Lillu. Okay. Wir schauen mal nach den E-Mails. Es gibt wohl offensichtlich eine neue Wette. I want to see you at your best. Make at least 50 perfect orders today. No combos or anything like that. I bet you can't do it. Also 50 Bestellungen. Es muss aber keine Combo sein. Ich bin der Meinung, das ist machbar. Falls er nicht wieder glitscht, deswegen nehme ich das mal an. Sieht machbar aus. Glaube ich. Pizza Upgrade. Müssten wir halt mal schauen, was das ist. Wahrscheinlich wieder neue Ingredients, obwohl wir das, glaube ich, schon mal hätten machen können. Mal gucken, ob ich das machen werde. Und eine Safety Inspection, die brauchen wir auch, um die Sterne voll, ja, voll zu kriegen. Brauchen wir noch zwei, dann kommt wenigstens mal eine. Und hier die Tage müssen wir halt rennen lassen. Okay. Active Menu. Active Menu ist... gar nichts rot, oder was? Okay. Ja gut, wenn nichts rot ist, ist nichts rot. Ja, jetzt habe ich gerade überlegt, ob ich irgendwas rausnehmen soll, aber... Der Salat verkauft sich gut, der macht den Bass nach oben. Getränke gehen immer recht gut von der Hand. Fisch ist easy, Burger ist ganz nice. Ich kann auch mal Pizza statt Burger machen, jetzt weiß ich es nicht. Ist gerade egal, gerade wie man im Schwäbischen sagt, kopft wie gesprungen. Ja, weiß ich nicht. Gute Frage. Machen wir den Burger. Das ist eigentlich recht gut, diese Zusammenstellung, weil sie auch gut von der Hand geht, finde ich. Und wenn ich diese 50 Kombos machen soll, ja. Gibt es da irgendwas Neues? Ich habe das Gefühl, er macht mir nichts Neues, bevor ich die zwei Sachen nicht weg habe. Aber ich habe gerade kein Geld, um irgendwie hier so Papiers oder sowas zu kaufen. Muss ich ein bisschen Geld verdienen, deswegen machen wir jetzt mal einen Tag und eben diese Wette. Vielleicht gewinnen wir ja was. Wenn es nur die Erkenntnis ist, dass wir es wieder nicht geschafft haben. Und ansonsten, wir haben ja einen guten Bass, müsste ein guter Tag werden und ich lasse es jetzt einfach krachen. Ich lasse es jetzt einfach krachen. Ja. Okay, Mushroom, Tomatoes, Green and Carrots. War eingefallen, dass ich mein Handy noch auf Load habe. Muss ich vielleicht mal ausmachen, sonst seid ihr dann genervt irgendwann davon. Thousand Islands, Cheese, Onion and Peppers. Okay. Schon überlegt, ob ich den Wein rausnehmen soll. Denn manchmal kann der echt... Ja, der hält mich auf. Ah, die Inspection-Tante ist da. Ja, kriege meinen. Cheapest Wein, okay, kein Thema. Das muss auch gar nicht so übertrieben schnell sein. Man muss es nur vernünftig machen. Wenn man es zu schnell macht, ist es gar nicht gut. Seasoning und Lemon in dem Fall. Gut, gut, gut. Medium Grape with Ice. Um 12 Uhr ist dann gleich nochmal Rush Hour. 12 Uhr passt heute, ja. Gott, bin ich froh, wenn das alles rum ist, aber egal. So, jetzt geht's gleich los hier. Kasumasu. Machen wir die Flasche vorher noch auf. Mir juckt die Nase. Warum juckt mir die Nase? Mushroom and Tomatoes. Jetzt wollen sie aber, sag mal, jetzt wollen sie aber immer mit Lemon grad, oder? Naja, mir ist es recht. Fisch ist einfach. Mushroom, Tomatoes, Greens and Carrots. Cheapest Wein. Jetzt hauen sie mir aber die Bestellung um die Ohren. Kasumasu. Kommt mir nicht hinterher. Cheese. Greens and Carrots. Vielleicht kriege ich irgendwie diesen schnellen Durchgang da nicht hin. Also beim Fisch, wisst ihr, so schnell schneiden, das kriege ich heute irgendwie nicht hin. Keine Ahnung warum. Large Cola. No Ice, okay.
Cheapest Wein. Die ganzen Show, also du betreibst doch nicht. Ich glaube nicht, dass ich die Spielmaschine noch schaffe. Falsch gedacht. Kazumasu. Cheapest Wein. Ja, manchmal fliegen einem da die Bestellungen um die Ohren. Da denkt man sich echt, alles klar. Also, da lässt man lieber was ein bisschen stehen, das eigentlich schon fertig wäre. Nur damit man ein bisschen Zeit hat, weil das Wegklicken hat man schnell. Das kann man auch während dem Wein aufmachen oder so machen. Nicht einfach. Ranch, Cheese, Mushroom and Tomatoes. Just Greens and Carrots. Also 50 müssen wir halt haben, es muss keine Combo sein, damit wir die Wette gewinnen. Sollte machbar sein. Ranch, Cheese, Mushroom and Tomatoes. Inspection. Dürfen wir nichts falsch machen. Cheapest Wein. Seasoning. Nur Lemon habe ich jetzt auch noch nie gesehen, also dass er nur Lemon will. Also Seasoning will er nicht immer, aber es macht ja irgendwie auch Sinn. Wer will denn einen, ja, wie soll man sagen, ungewürzten Fisch essen? Will ja niemand. Jetzt geht gleich nochmal der Stress los. Large Cola with Ice. Cheapest Wein. 1000 Island Cheese, everything on it. One Meat Patty. Das war der erste Burger heute. Small Cola with the Ice. Machen wir kurz den Trash. Just Greens and Carrots. Meat, Lettuce only. One Meat Patty. Lettuce, Tomatoes, Pickles. Das ist ein Sandwich und kein Burger. 1000 Islands, Cheese, Bacon Croutons, Onion Peppers, Greens and Carrots. Cheapest Wein, jetzt verbrennt man der Burger. Meat, Cheese, Pickles. Okay, rutsch halt einfach raus, macht ja nichts. Ja, kam ich nicht hinterher, ganz ehrlich. Kam ich nicht hinterher, ich hab's versucht. Aber die Inspection-Tante war nicht da, als das gerade rausgerutscht ist. Obwohl leider ein Burger oder was das war raus ist. Ich kam nicht hinterher, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kam nicht hinterher. Es ist einfach zu viel irgendwann, wisst ihr, was ich meine? Also da mache ich mir auch keinen Kopf mehr drauf. Ich kann, wie soll ich sagen, ich gebe mein Bestes. Small Diet. With Ice, also ich kann nicht mehr als probieren. Ich komme teils einfach nicht mehr hinterher. Meat, Lettuce, Bacon, Cheese, Tomatoes. Es gab schon Kommentare, ob ich nicht Dinge habe. Eine Angestellte oder sowas. Besser wäre es. Aber sowas gibt es in dem Spiel leider nicht. Muss man alles selber machen. Aber wir müssen ja keine 50er-Kombo schaffen. Sondern nur 50 Bestellungen. Ich denke, das kriegen wir hin. Ranch, Green and Carrots. Er hat aber auch wieder meinen Klick nicht angenommen. Ich war der Meinung, ich habe den Burger noch geklickt. Ich hätte ihn noch erwischt. Aber hat er wieder mal nicht gemacht. Aber naja, mal so, mal so. Aber ich bin trotzdem eigentlich zufrieden. Ich weiß es nicht auswendig. Ich habe es jetzt nicht gesehen, ob ich 50 erreicht habe. Ich würde aber sagen, ja. Und die Safety Inspection, glaube ich, habe ich auch geschafft. Sie war nicht da, als es in die Hose ging. Ich hoffe, ich habe es geschafft. Ich bin jetzt nicht sicher. Ich denke, ja. Ja, ja. 54. 50 wollte er. Ein Bad, ja. Das war der Burger, der rausrutschte. Aber ich bin wieder der Meinung, ich habe geklickt. Also ich kann nicht mehr als schnell klicken. Manchmal nimmt das nicht mehr. Keine Ahnung. Aber wieder mal. Wie eigentlich in jeder Folge. In den letzten 4 Folgen oder so war das, glaube ich, jetzt immer so. Gerade mal einen Fehler gemacht. Das ist, also einmal ist keinmal. Und das war wirklich die letzten 4 Folgen immer so. Entweder gar kein oder ein Fehler. Und eine so eine Arbeit ist rausgerutscht. Aber das finde ich jetzt nicht so tragisch. Das prellt ja auch nicht die Kunden weg. Also besser kriege ich es nicht hin. Das ist teilweise einfach nicht machbar, ganz ehrlich. Aber ich glaube, ich habe die Safety Inspection geschafft und, also hier steht schon mal passed und auch, glaube ich, die Wette gewonnen. Glaube ich. Ja, you won Crazy Dave's Bet. Wunderbar. Und Inspection Pass steht hier auch, das heißt, die Inspection haben wir auch gewonnen. Was will man mehr? Und ich hatte nur einen Fehler. Also,
Besser kriege ich es nicht hin, schon gar nicht heute. Ich bin nicht wirklich happy, oder wie man sagen will, aber ich bin trotzdem für euch da. Ich hoffe, ihr für mich auch. Lasst euch mal ein Like da. Ich meine, sowas tröstet immer ziemlich gut. Und ansonsten, ja, würde ich sagen, ich sag's jetzt einfach mal. Normalerweise ist es nicht so meins, aber ich wünsche euch einen guten Rutsch und wir sehen uns dann beim nächsten Cook Surf Delicious. Und bis dahin, tschüss.